Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum Abendtest hier auf dem Kanal um 18 Uhr. Heute geht's weiter mit, ich hätte nie gedacht, dass dieser Tag noch kommt. Ihr habt es natürlich auf dem Cover schon gesehen, auf dem Thumbnail, mit einer Müllermilch. Eine Müllermilch, die wir eigentlich schon getestet haben, nur heute in der Zero-Variante. Ich weiß nicht, wann Müllermilch auf diesen Scheißzug aufgefahren ist, dass jeder denkt, ja, oh, kohlenhydratfrei, zuckerfrei, voll geil, voll der Scheiß. Was? Hä? Entweder ihr trinkt eine normale Müllermilch einmal in der Woche und habt so ein kleines Genussmittel oder ihr lasst es komplett sein. Aber hört auf zu sagen, oh, das ist jetzt so viel gesünder, ey cool, jetzt kann ich drei Müllermilchs die Woche trinken, ohne meinen Körper zu schaden. Bullshit. So, heute kommen wir von Müller, die Müllermilch Zero, 0% Zuckerzusatz im Vanillegeschmack. Wir schauen uns das Ganze an, so relativ bläulich gehalten wie die Original-Vanille. Ich glaube, ein bisschen dunkler bilde ich mir ein, muss aber nicht sein. 400 Milliliter haben wir insgesamt drin. Hergestellt und vertrieben natürlich von der Molkerei Aloin Müller GmbH und Co. KG in der Zollerstraße 786850 Aretried. Schöne Grüße an alle aus Aretried. Ihr wisst, was ich von Müller halte. Ich meine, das war das erste Produkt, was ich auf dem Kanal getestet habe. Das ist schon wieder so mein kleines Baby. Auf jeden Fall kommen wir heute aber jetzt zur, ja, Zero 0% Zuckerzusatzvariante. Ich freue mich nicht. Wir haben die Vanilleschote alles in Blau gehalten. Entspricht unter 80% der Referenzmenge an. Ach so, entspricht über 80% der Referenzmenge an Vitamin B1, B2, B6 und B12. Nicht schlecht. Die klassischen Müllermilch-Aber-Vitamine, die hatten wir damals auch, habe ich gerade schon vergessen. Wir haben 1,5% Fett im Milchanteil, das heißt nochmal fettarme Milch dazu. Ja, Leute, kommen wir zu den Nährwertangaben. Je 100 Gramm müssen wir sagen, weil es sind 414 Gramm. Haben sie auch noch dazu geschrieben. Ich weiß nicht genau warum, ob es mit der Milch irgendwie zusammenhängt. Aber wir machen hier in Gramm, deshalb machen wir in Gramm. So, gut schütteln und kalt genießen. Ist eiskalt. Gut schütteln tun wir es auch gleich. Wir haben einen Energiewert von 205 Kilojoule bzw. 49 Kilokalorien. Gar nichts. Also immer noch gut, aber man soll die Süßungsmittel weglassen. Dann wäre es auf jeden Fall besser als eine normale Müllermilch. Keine Frage, aber schreibt nicht Zero 0% Zuckerzusatz und dann haut ihr andere Süßungsmittel rein. Ey, sorry, aber so ein Scheiß. Fett haben wir 1,5 Gramm, davon gesättigte Fettsäuren haben wir 1,0 Gramm. Kohlenhydrate haben wir 5,3 Gramm, davon Zucker 4,9 Gramm, dann der Milchzucker aus der Milch. Oder, also wir haben Zucker eh aus der Milch, dann denke ich mal, und dazu dann Süßungsmittel. Schauen wir mal, wie das Ganze aufgebaut ist. Eiweiß haben wir 3,5 Gramm, Salz 0,12 Gramm, Vitamin B1, Thiamin 0,23 Milligramm, Vitamin B2, Riboflavin 0,35 Milligramm, Vitamin B6 0,28 Milligramm und Vitamin B12 0,5 Mikrogramm. Krass, 0,5 Mikrogramm. Verrückt. So. Das waren die Nährwerte und wir kommen direkt zu den Zutaten. Nährwerte passen, Zucker wundert mich ein bisschen wegen dem Zuckerzusatz, aber denke ich mal, kommt aus der Milch. Und sonst passt alles. Vitamine finde ich cool, immer finde ich aber generell immer cool. Besser natürlich, aber notfalls auch künstlich, kein Problem. So, wir haben ein Vanille-Milch-Mischerzeugnis. Wärme behandelt 1,5% Fett im Milchanteil mit Süßungsmitteln. Es klingt doch einfach alles viel zu gesund, um wahr zu sein, oder nicht? Zutaten, wir haben als Hauptzutat fettarme Milch. Okay, danach Buttermilch. Dann modifizierte Stärke, Stabilisator haben wir Gelan, 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 haben wir auch zum ersten Mal, oder? Weiß ich gar nicht. Da haben wir 0,06% natürliches Vanillearoma. Ich liebe Vanillearoma, natürlich umso besser, perfekt. Farbstoff haben wir Carotin, Süßungsmittel haben wir Aspartam und Acesulfam K. Unsere Pepsi-Süßungsmittel auch bei Müller zu finden jetzt für 1,19 Euro oder sowas, keine Ahnung. So, dann haben wir Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6 und Vitamin B12. So, ja, Gesundheitsnote. Wir haben keinen direkten Zucker zugesetzt, haben es recht. Es ist halt der Milch- bzw. Buttermilchzucker. Kein Problem. Aber was ein Problem ist, ist für mich Aspartam und Acesulfam K und generell halt, dass es Milch ist. So, was machen wir hier? Ich glaube, den alten haben wir auch sowas um 4 minus immer, 5 plus gegeben. Hier gibt es straight von mir eine. Ich weiß nicht, was sollte man unter keinen Umständen eigentlich trinken? Eine 5 minus. So, bam, wir machen jetzt auch noch ein bisschen hart. 5 minus, Leute, absolut keine Gesundheitsempfehlung. Trotzdem trinke ich den Scheiß für euch. Und ich sehe es noch so fürs Training, so als kleine Energiequelle, so ungesunden Scheiß. Aber die Süßungsmittel bringen halt gar nichts. Die bringen wortwörtlich gar nichts, außer so einen unangenehmen Geschmack. So einen unangenehmen süßen Geschmack. Und dann Leute, die mir kommen, ja, aber ist doch 30 mal süßer als Zucker.
dann denke ich mir, ja, okay, dann ist das halt das Unangenehme, dass es zu süß ist. Keine Ahnung, für mich schmeckt, mir schmeckt es einfach nicht. Meine Meinung, macht alle, was ihr wollt. Wenn ihr gesund leben wollt und ein bisschen natürlich, könnt ihr ab und zu mal auf meine Tests hören, aber ansonsten ist es mir auch egal. So, Müllermilch, Müller Zero, 0% Zuckerzusatz. Schauen wir uns mal an, wie das Ganze im Glas ausschaut. Okay, war ganz schön viel. So, ja, alles so Vanillemilchfarben gehalten, fast schon normale Milch, aber ich bilde mir so einen leichten Gelbstich noch ein, vielleicht von der Buttermilch. So schaut das Ganze aus. Das Ganze riecht sehr süß, aber jetzt gerade so vanillesüß, so, also so ein Mix aus Milch, Buttermilch, Vanille, könnte ich weiß jetzt, also ich weiß ja, dass Vanille rum ist, aber hätte ich jetzt so nicht sagen können, und Aspartam und Acesulfam. Boah, ich weiß nicht. Es schmeckt, aber riecht jetzt nicht unangenehm oder sowas. Ich bin jetzt gespannt. Leute, aufs Wohl, wir haben geschüttelt, es ist kalt, perfekt. Es ist doch einfach nur zum Lachen, oder? Gut, wir haben Milch. Das schmeckst du. Man schmeckt einen leichten Vanille-Touch, auf jeden Fall. Die Milch hat ja eh schon so eine angenehme Süße durch den Milchzucker, den sie mitbringt. So, und jetzt kommt dazu, es ist besser als eine Pepsi mit Aspartam und Acesulfam K vom Geschmack, aber es ist halt einfach unnötig. Ich denke mal, es hätte auch echt gut geschmeckt und noch natürlicher und wäre halt besser für den Körper ohne Aspartam und Acesulfam K. Müllermilch, warum? Oder Müller, warum? Mach doch einfach genau dieses Produkt ohne Aspartam und Acesulfam K. Kriegt dann von mir immer noch keine Empfehlung, weil Milch einfach scheiße ungesund ist für den Körper. Aber komm jetzt nicht mit tolle Kalziumquelle oder so, bitte, also ach, sonst krieg ich einen Treffer. Aber ist es. Es ist eine tolle Kalziumquelle, bevor jetzt wieder andere haten und sagen, Alter, du hast doch eh keinen Plan. Aber es gibt tausende andere, noch bessere Kalziumquellen. Also hört mir auf. Auf jeden Fall, ja. Also schmeckt nicht schlecht, aber meines Erachtens machen die Aspartam und Acesulfam K wieder durch ihre komische Süße, mich nervt es einfach nur mittlerweile, den Geschmack ein bisschen kaputt, aber nicht, dass es jetzt schlecht schmeckt, aber es hätte besser schmecken können ohne diese Süßungsmittel. Deshalb von mir Geschmacksnote 2+. Es schmeckt angenehm, es hat so was Eigenes bisschen, aber halt die Süßungsmittel machen es kaputt. Leute, das war's mit der Müllermilch. Zero, 0% Zuckerzusatz, Vanille, wird natürlich nie wieder im Leben getrunken. Ich bin froh, jetzt nach dieser Flasche auch das nicht mehr zu sehen und anfassen zu müssen. Kriegt von mir absolut keine Empfehlung, ganz klar. Und wir sehen uns dann morgen Mittag um 12 Uhr Test wieder. Ich wünsche euch was, immer schön happy bleiben, niemals aufgeben und bis dann. Ciao, ciao.